Also, die Mission geht schon ein Weilchen. Wir sind dabei in Runde 6. Wir auch erst noch mal einen Moment sammeln. Wo haben wir eigentlich Dijon? Hallo? Treus? Und Straßburg. Straßburg wird demnächst in unsere Hände fallen, einfach wegen Versorgung. Das heißt, für die Hauptziele, die sind hier so am westlichen Rand, müssen wir im Prinzip einfach mit voller Kraft weiter nach Westen vorstoßen. Okay, das auch schon mal. Und dann, ja, an welcher Stelle fängt man an? Vielleicht hier oben, weil wir hier ja jede Menge Gegner schlagen können. Und dann auch hier relativ elitäre Infanterie aufstellen können, die wir immerhin auch noch ein Weilchen haben. Und der 280, der wird bald schon Veteran. Haben wir nur einen Zug, dich auch, den auch. Ich hätte mir noch zwei. Du hast es sogar geschafft, jetzt schon Elite zu werden. Auf den hauen. Oder du musst den fertig. 3-1, 2-1. Okay, also ihr müsst jetzt nichts. Wobei, du hättest noch. Geh du mal da drüben rein. Da noch 0-1. Aber du musst eigentlich auch aufpassen. Gerade solange der noch da ist. Oder du haust auf den drauf. Du räumst das ab. Du musst ja auch noch ein bisschen die Eisenbahnbrücke decken. Aber ich bin sehr zufrieden damit, dass wir hier jetzt unsere Bahn haben. Nancy ist frei. Das heißt, wir können darum die Bahn dann auch endlich weiter nutzen. Hier und der eine hier. Dann halt so, sage ich mal. Noch das. Ich möchte ein bisschen im Hinterland mit dem schon mal Stress machen. Wobei, das ist jetzt auch wirklich hart am Rande. Sonst kommen auch noch mal ein paar Felder zurück. Und ihr könnt ja auch bald alle in den Einsatz, wenn denen endlich die Versorgung ausgegangen ist. So, der Panzer. Du könntest natürlich gegen die aushelfen, aber die dürfen sich auch nicht mehr retten können. Deswegen ist wohl besser wäre, wenn du hier hinten zum Einsatz kämst, mal den Punkt endlich etwas besser abdeckst. Und den aus Nancy kaputt schlägst. Bis nebenbei dann jetzt endlich mal eingenommen werden kann. Du kannst ja auch mit gegen den decken. Ah, und dann haben wir hier eine Eisenbahnverbindung. Sehr gut. Wir räumen dich da nochmal ein bisschen vor. Ich hätte ein bisschen gehofft, dass der vielleicht auf 2-0 kommt. Das wäre ein potenzielles Bomberziel. Weil wir uns dann hier auch endlich mal ein paar der Ziele annähern. Steht da jemand? Da steht einer. Wir da leider nicht ganz reinkommen. Hier die Frage ist, dass wir auch ein potenzielles Bomberziel nebst er. Ja gut, wenn wir den haben, dann wäre hier endgültig hinter. Oh, der hat ihn nochmal versorgt. Naja, sonst will ich den gerne rauskriegen, weil dann endgültig das Ganze hier drüben nicht mehr versorgt ist. Also dann kriegst du eine Luftversorgung, damit du auch kämpfen kannst. Und ihr kriegt da Bomber. Minus 2, egal, wir hoffen auf Glück. Gut, aber bevor du den Punkt einnimmst... Ganz nett, wenn du noch auf den anderen oder du nimmst den Punkt ein oder so. Mit der da auch versorgt ist und jetzt haben die hier alle ein Problem und werden da auch nicht mehr rauskommen. Und auch das Haku hat ein bisschen ein Problem.
sicher zu gehen, dass der nicht zu sehr davon kommt. Wenn wir hier auch noch ein bisschen entlang fahren. Das heißt, wir werden dann... Oh. Das ist ja immer noch der Punkt. Am Ende läuft uns da einer rein. Noch da aufpassen. Aber das heißt, wir haben hier unten dann auch endlich mal demnächst unsere Eisenbahn rum. Und dann die Frage dadurch. Wir haben leider jetzt auch nicht mehr als 1-1. Wäre auch ein Bomberziel, finde ich. Auf gut Glück halt nur. Und war leider nicht ganz da. Hängen die da unten halt fest. Den Moment. Wir können hier nebenbei ja hier irgendwo auch einen LKW bauen. Haben die zumindest Versorgung und ja, wohl abwarten. Du hast Lausanne, kommst du wahrscheinlich erstmal zurück. Und dann bricht irgendwann demnächst da durch, dann läuft das. Oh, du hast schon 2-0. Dann können wir da auch einfach warten, der ist ja eh eingekesselt. Ah, ist jetzt halt hier drüben. Wie gesagt, wir können einfach warten. Dann muss man hier nicht alles irgendwie so draufhauen oder so, was man hat. Könnte natürlich, damit schneller geht, hier und da noch Scheinangriffe setzen. Weil die Punkte hier halt auch schon aufgebraucht sind. Also nicht gerade viele Scheinangriffe. Aber gut, ihr dürft euch natürlich gerne noch ein versorgtes Gebiet stellen, wenn ihr da noch nicht steht. Läuft, lockst die raus. Dann haben wir also weiter den Großbereich hier oben. Und die Frage, die noch gekesselt kriegt. Ja, und B, wie weit man noch vorkommt. Wir kommen leider so gerade exakt nicht an die feindliche Versorgung daran. Einer bis Dijon. Der steht sehr im Weg. Und dann die Bahn, die wir schon haben, könnten wir da weiter nutzen. Akku. Gut, du hättest einen Scheinangriff. Der wird jetzt aber auch keinen großen Unterschied machen. Der Artillerie. Will ich ein bisschen überzogen sein. Vielleicht müssen wir auch die Zielstädte sowas angreifen, damit das sauber funktioniert. Diesmal wieder die Logistik weg. Hätte es auch anders sein können. Einzukesseln ist auch nicht mehr so richtig drin. Mal okay, da steht noch einer. Inzwischen jetzt auch eingekesselt und alles, aber wenn der auf die Idee kommt, hier noch irgendwie rumzulaufen, können wir eigentlich nicht zulassen. Du musst den blocken. Und das, wenn den ganzen Nachzug, dann kriegen wir das Feld gerade auch nicht. Aber ihr seid im Moment eh noch über den LKW-Punkt versorgt. Ja, die würde ich natürlich auch gerne alle einkesseln, aber das Wichtige ist, glaube ich, den zu überwinden. Haben wir nichts Großartiges, was ihn überwinden kann. Darauf hoffen, dass ein Scheinangriff stärker durchschlägt. Wir lassen dich so angreifen. Erstmal nichts am 1:1 ändert, leider. Nicht daran, dass das Feld noch jetzt fehlt. Okay, du könntest das natürlich holen, könntest aber auch hier auch irgendwo bis vor die Tore Dijons fahren. Uft, ja, alles was man so hat, geht langsam aus. Ich kann hier aber eine Menge LKW bauen, theoretisch. Ich glaube, wenn wir die da anbauen, könnten wir dich sogar versorgen vor den Toren Dijons.
Serumgas geben. Nachzügler. Hier mehr ich euch auf die Städte konzentriert und die anderen Panzer demnächst dazukommen. Dieser ja relativ offenen Formation. Du kümmerst dich darum, dass das uns demnächst gehört. Ja, und wen unterstützt du? Die Truppe ist ja ein wenig aufgeteilt im Moment. Uns geht darum, der und ihr hier oben. Ihr hättet jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig toll durchkommen. Wenn die versorgt bleiben, jetzt, was sie offensichtlich bleiben. Angriffe sind da auch nirgendwo möglich. Und hier und da noch die Chance nutzen, allen Angriffen ein bisschen Erfahrung abzustauben. Das wäre es auch an der Stelle. Für dich sind Schadenangriffe zu teuer. Der andere hat die schon reduziert. Ja, das denke ich mal hier jetzt einen weg. Gut, der. Okay. Auch noch welche, die von denen abhängig sind. Auch. Da, ihr habt jetzt auch einen. Da stehen halt ein paar welche im Sonstwo. Und ich würde sagen, wir können es überlassen. Okay, wenn wir gerade hier unten sind, ihr seid hier auch alle wieder versorgt. Ihr müsstet da mal durchbrechen, um irgendwie bei Dijon helfen zu können. Sonst fängt hier der Infanterist, den wir eh nicht nochmal, beim Angriff an und hofft, da möglichst viel erreichen zu können. Na gut, er ist immer nicht draufgegangen, was dann noch. Bisschen. Den haben wir natürlich theoretisch auch nicht nochmal. Alte Verschiebeproblem. Denkt man, man kommt hier endlich durch, aber nein. Die, ja, die bleiben hier wirklich an diesem Gebirgspass hängen, leider. Dann werden ihn kaum den Weg frei machen können. Einer wieder versucht hier rumzufahren. Dann, ja, gut. Also ihr hängt an diesem Gebirgspass. Gute Nachricht ist, hier geht es langsam mal voran. Keiner rein, aber man sieht ja, gehend hier überall die Kampfkraft aus. Das werden wir demnächst überqueren können. Ihr könntet hier Straßburg schon mal angreifen. Dann auch erobern. Wegen diesen großen Flüssen, die dazwischen sind, da leider noch nicht endlos weit rein. Und aber ihr könnt ihr dann auch vorrücken, Gegend noch ein bisschen absichern. Euch auf Eisenbahn stellen. Vielleicht hier alle ein bisschen gesicherter steht. Autsch.
Ja, das sollte eigentlich nicht mehr zu viel machen. Also, ich meine, wir kriegen das alles auf Dauer. Das ist ja schon mal die gute Nachricht. So, du nimmst die endlich aus, dann läuft da auch unsere Bahn lang. Die schlechte Nachricht, wie kommen wir jetzt hier endlich mal näher an die Ziele ran? Gehen hier noch alle da noch irgendwie rum. Mal alles hier, was Panzer heißt, vorne. Die Infanterie soll das halt dann irgendwie abdecken. Auch den. Immer noch nicht daran, endlich mal besiegt zu werden. Erst der da vorne. Okay, du könntest das Feld da übernehmen. Da steht direkt der nächste, der nervt. Wo haben die nur diese ganzen Truppen her? Wir noch nach Chalon selbst irgendwie rein. Gut, wenn wir den hier die Eisenbahn abschneiden könnten, irgendwie, das hätte was für sich. Die stehen da direkt hinter auch schon wieder die nächsten. Hört schon, wie man hier einfach nicht schnell genug vorwärts kommt. Hier ab, hier wird jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel passieren. Wir brauchen jetzt einfach die Panzer. Und kurz auf die Theorie da rein. Sich hier überall durchsetzen und dann hier weiter am Gebirgspass festhängen ist auch nicht das Wahre. Da drin. Bisher nicht sonderlich viel, auch durch die Aufklärung. Man natürlich hier von der anderen Flussseite kommen und den Angriff besser kriegt und du gegen den überrennen, aber beim anderen auch nur 50% Chance. Auch noch einer drin. Jetzt halt mal alle schlagen. Wenn der Panzer. Aber da ist wahrscheinlich auch wieder einer, der dir noch mehr im Weg steht. Bin ich sicher. Was kriegen wir, wodurch wir wieder auf Nummer sicher gehen können, dass die da alle eingekesselt sind? Und da steht schon wieder der nächste. Hier zwei Panzer in der Nähe, wir können den ja einen irgendwie per Luftversorgung zur Not. Würdest du musst noch hier bleiben, weil die sich sonst den Punkt zurückholen. Und erst im nächsten Zug oder so kannst du da auch raus. Er hängt an diesen Gebirgspässen, das ist nicht so das Wahre, du blockst den. Die Infanterie da marschiert vor, ihr blockt gegen die. Auch fragt, ob man nicht hier vielleicht auch den einen oder anderen Infanter etwas nach vorne schicken kann. Sonst nicht. Nein, das wollte ich nicht. Sonst nicht viel los ist, hier muss ich noch Erfahrung zu kriegen. Hier unten halt ähnlich. Also du kannst auch so direkt auf den schießen. Hätten wir den auch. So. Nochmal noch mit nach vorne. Wir könnten den LKW dann hier, denke ich, noch auflösen. Hat man noch einen? Die schlagen das. Muss da halt noch stehen bleiben, aber die sind dann auch demnächst weg. Kein Angriff, aber das bringt alles nicht viel. Bleibt die nüchterne Tatsache, dass der massiv im Weg steht. Die müsste irgendwie demnächst nach Chalon rein.
Ja, denke ich mal, können wir den Zug beenden. Ach warte, die Bombe haben wir ja nun trotzdem noch gratis. Und jetzt bei Dijon machen die am Ende den Ort kaputt, ohne dass wir vielleicht mit beiden Panzern angreifen könnten. Der ist nicht so das Thema. Der auch nicht. Wir könnten da halt auch einen Ort kaputt machen. Okay. Okay, da war der Bombeinsatz dann doch nochmal gut gegangen, wodurch wir jetzt die Bahn bis da vorne laufend haben. Und hier doch bestimmt mal einen sparen, oder? Immer noch die beiden da oben, na gut. Ja, genau, der ist dann nicht mehr so ganz drastisch im Weg. Was ist? Wir den 10-Zug, denke ich, beenden. Aus allen Richtungen. Wie viel haben die denn noch? So, jetzt erzählt mir bitte, dass ihr hier mal um, weil da einer steht. So, kannst hier im Alleingang die Brücke freikämpfen. Okay, du kämpfst da noch einen. Zurück. Ja gut, das hier drüben ist alles erobert und es geht nur noch ein bisschen darum, hier zumindest wahnsinnig weit kommt die auch nicht mehr, Erfahrung abzugreifen. Ein Problem, dass man hier so konsequent nicht reinkommt mit denen. Bahn hier drum könnten wir, also wir bräuchten jetzt langsam mal ein Ziel. Okay, du hast ein 2-0 auf Dijon. Das ist schon mal sehr ermutigend. Vor allem, wenn es dann nur ein 1-0 wird. Nur ein 1-1. Reicht nicht. Jetzt einfach mal ganz eindeutig hier ein Ziel einnehmen. Ansonsten geht uns die Zeit aus, finde ich, so langsam. Das ist der Pio, aber da ist auch Dijon. Gut, hätten wir das geklärt. Bleiben noch Chalon und Troyes. Da und da. Hier sind einige Panzer in der Nähe, hier ist jetzt nüchtern betrachtet nur eine Einheit. Und Gegner, die überall nachziehen. Ich weiß, ich springe schon wieder ein bisschen, aber ich muss noch den raushauen. Ich dann hier auch irgendwo hinten hinstellen. Hier. Ja, so ein paar Infanteristen links und rechts brauchen wir schon noch zur Deckung. Also hier bitte nochmal mitkommt. Von euch werden wir wahrscheinlich wirklich noch gebrauchen können. Alles zustellt. Müsste jetzt eigentlich nach vorne, aber dann läuft uns fast sicher irgendwer von denen da durch. Die wieder ihre Eisenbahn kriegen. Selbst wenn, wir haben da oben unsere Eisenbahn, die wir irgendwie nutzen können, halbwegs in Reichweite für die letzten beiden Ziele. Also gibst du Gas hier mit entlang.
Und hilfst hier mit. Ja, und das Entscheidende ist jetzt gar nicht so entscheidend. Okay, du könntest den schlagen, aber der andere auch. Könntest du zum Beispiel hier vorne ran. Da noch einen Treffer abholen. Gut. Den loswerden. Den. Die alle. Und uns irgendwie in die Stadt durchwühlen. Prozent überrannt, leider nicht getriggert. Meine die 70% Chance. Haben alle Angriffe durchgebrannt. Gut, in der Kontrollzone, da das Akku, das sollte passen. Und dann können wir Chalon mit der fliegenden Artillerie. Ist ein Zug zu spät, aber was soll's. Dann noch kreativ finden, wie man dahin kommt. Jetzt natürlich. Es ist immer das, was man gerade wirklich brauchen könnte, geblockt. Das ist faszinierend. Jetzt bräuchten wir wirklich da womöglich eine Brücke, ehe die uns abgerissen wird. Aber die kriegen wir leider nicht. Gut, einen Bomber haben wir noch. Man könnte es den. Naja, immerhin. Geht sich wenigstens zurück. Die einsacken. Erst hier. Hier ist auch einer ran, aber wir stehen zumal benachbart zum Ort. Das ist auch gut. Ja, sonst meist dem noch eine Versorgung zu. Angriff oder sowas hast du nicht mehr. Ihr habt natürlich jetzt auch noch ganz viele Punkte. Und ihr hier oben, hier haben wir euch ja noch. Moment. Dadurch halt auch noch gut Erfahrung ansammeln. Haben wir sogar auch noch ein ganzes Weilchen. Weil Veteranen dadurch nur noch 5 EP kriegen. Aber die Hauptquartiere kriegen ja auch noch ein paar EP. Deswegen finde ich, ist das eigentlich schon immer ganz nett. Hier mit der Artillerie schießen. Versorgung günstiger. Das ist praktisch. Könnten den immer noch nicht angreifen. Pro Versorgung, sonst geht mal zurück. Irgendwie vorfahren, ja, ihr steht da ein bisschen. Ja, und Detail auch nicht mehr so wichtig, was ihr macht. In den Panzertruppen ist ein Trauerspiel, da steht auch einer. Auf Basis von 1-1 anzugreifen, lohnt einfach nicht mit dem Panzer. Stell dich da irgendwo hin, das wird schon. Dann seid ihr hier. Vorne sind auch nicht in Versorgung. Und theoretisch noch ein LKW. Jetzt nur hoffen, dass die Bahn hier jetzt nicht gekappt wird. Und das ist ein Reiter. Ah, das ist ungünstig. Okay, Prinzip Hoffnung, dass es schon klappt. Gut, Runde 9. Zwei Ziele noch. Ah, das ist ein großer Fluss, wir kommen da gar nicht rüber. Ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, dass wir hier. Da müssten wir rum.
Dazu müsste der weg. Und gleichzeitig müssten wir natürlich nach Chalon rein. Das klappt natürlich, aber wir haben nicht so viel Zeit. Also nehmen wir die humorlose Variante. Das war alles. Bin natürlich zugutehalten, dass ihr die Stadt noch nicht zerlegt habt, aber ein bisschen mehr hätte es jetzt schon sein dürfen, wenn ich ehrlich bin. Nämlich vielleicht jetzt noch nach Süden hetzen, weil das Feld da einnehmen und dann von hier rüberkommen. So, schon besser. Zieht sich auch zurück, sehr freundlich. Den Druck gleich mal. Ah. Achso, weil der Pi und Co. erschöpft waren, war nicht hinten. Dann ist ja in Ordnung. Und kessel die da nebenbei ein. Ist ganz nett. Wir müssen darüber. Und wir müssen diesen Reiter loswerden, ehe der doch auf die Idee kommt, hier mal die Versorgung hören zu wollen. Du kannst den Trupp ausschalten, dann wird er uns da auch nicht im Weg stehen. Jetzt so ein bisschen die Befürchtung hatte. Den müssten wir eigentlich auch loswerden. Alle nicht ran. Die Brücke wäre natürlich auch praktisch. Weil die, naja, die ist ja eh kaputt. Also brauchen wir so oder so wahrscheinlich diese Brücke. Und Vollgas hier unten rum. Möchtest du den Reiter, ehe der auf Gedanken kommt, und du reparierst uns diese Brücke, weil dann haben wir hier auch Versorgung lang. Auch hier von der anderen Seite, weil okay, der Kram fällt auch gleich. Aber das ist schon ganz nett. Ja, und der muss eigentlich auch weg. Steht da einer? Ne, das ist gut. Direkt auch schon mal auf die andere Flussseite. Das sollten wir dann, denke ich, auch forcieren. Den Troje, vielleicht Troje, auch ein, zwei Züge zu spät. Da steht noch einer, okay. Wo kannst du eher an der Brücke stehen bleiben? Hier hilft sonst vielleicht auch noch mal hier mit das frei zu räumen. Hier die Franzosen noch auf die Idee kommen, einen Gegenangriff oder sowas zu starten. Wenn ich so das wahre, dann touristen ein bisschen die Straße rauf, um den Gegner fernzuhalten. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir die Infanterie-Blocks das noch ein bisschen. Er steht da. Erhöht sich schon fast die Frage, ob ihr überhaupt noch irgendwie reitig an irgendwas rankommt. Dann ist es jetzt, dass wir mit denen und der fliegenden Artillerie und was auch immer noch da ist, nächstes oder spätestens übernächstes Mal die Stadt erobern. Du holst dir noch ein bisschen was ab. Ein Elite-Status, du gerne auch. Und zerschlagt hier auch alle feindlichen Formationen, dass keiner es auch nur wagen kann, die Stadt anzugehen. Das passt ihr. Gebirgspass, Trauerspiel, könnt auch nicht viel machen. Aber ihr dürft hier jetzt reinbrechen. Elite. Nicht so viel Erfahrung mehr. Dann haben wir theoretisch gar nicht nochmal. Auch nicht, aber die anderen kommen da halt nicht ran. Und jetzt lieber hier schon mal so viel frei machen, wie es geht. Selbst wenn man dann quasi ein bisschen Erfahrung verschenkt. Kann ich, sonst machst du den doch auch fertig.
So, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt dann jetzt auch die südliche Eisenbahn gesichert. Und hier die Maginot-Linie entlang, die noch intakt ist, können wir ja für unsere Einheiten, die wir noch haben, die noch nicht so viel Erfahrung haben, einen Scheinangriff starten, zumindest ein. Was ist das? Okay, jetzt, ihr müsst vor allem nur noch auf der Bahn stehen. Auf die kommt es gar nicht mehr an. Da steht weiter einer. Kommt es da nicht durch? Dann komm zurück und lass dich. Du könntest dahin. Auch von einem, der eh schon keine Kampfkraft mehr hatte. Okay. Wir meinen jetzt doch langsam mal hier noch rein. Glück war der Infanterist noch da. Habt ihr das ja zumindest doch noch irgendwann durchschlagen? Relevante. Was läuft? Kannst ja hier rum demnächst noch die Bahn erobern und das Akku. Ja, Brücken bauen, da bringt's nicht. Damit rüber, dass du vielleicht doch noch irgendwie auf die irgendwann zugreifen kannst. Ein Bomber, aber den ziehe ich nicht auf die, falls der jetzt ungünstig die Stadt zerstört. Und ja, wir könnten gucken, ob wir den noch schwächen. Nee. Gut. Ein Infanterist ist er leider, der Stress machen kann. Okay, wenn sie die Brücke abreißen, sind sie auch keine Bedrohung mehr, von da Chalon anzugreifen. Insofern auch gut. Also, das Entscheidende. Hier irgendwie rankommen. Können wir überhaupt nicht mit zu vielen Einheiten. Da schon 0-1, aber weil der jetzt so blöd im Weg steht. Und halt darauf hoffen, dass der eine Angriff reicht. Mal. Ja, wir könnten jetzt einfach alles draufhauen und hoffen, dass das schon reicht. Das wird zerlegt, das muss jetzt auch reichen. Okay, der Einsatz der Luftwaffe. Lass ich aber auch bitte zurückziehen. Merke ich, was ich nicht bedacht habe. Die ganzen Nachzügler da machen natürlich Stress. Wenn die da groß werden. Der will natürlich nicht, dass also so, du kommst nicht über das 1-1 hinaus. Stadt leer, aber man kommt nicht rein. In den Nachzüglern. Dass der sich vielleicht zurückzieht oder sowas. Dann kommst du ran, du kannst nicht mehr angreifen, du kommst da nicht mehr rein, du kommst da nicht mehr rein. Jetzt gerade keinen großen Unsinn angestellt. Ja, komm, ihr könnt die hier noch eben fertig machen. Da oben eine Hand kommt, tut ihr sowieso nicht mehr. Und der. Und wir könnten dem noch eine Brücke bauen, dass man da besser rumkommt. Daran bewegen, dass du nächstes Mal über die Brücke hoffentlich auch alle in Kommandoreichweite hast. Oder du gehst keine Versorgung. Die Bahn. Ist auch Elite, sehr schön.
Ja, block den da, block die hier noch ein bisschen ab, dass unsere Bahn da intakt bleibt. Außen da sind auch nicht mehr so das Thema, die sind alle weg. Hört euch hier meinetwegen auch noch auf die eine oder andere Bahn, dass euch nicht zu viel irrt. Vollgas, vielleicht kannst du da am Ende doch noch ran. Du gehst natürlich dann nach Dijon rein. Vollgas, kommst nicht mehr weit. Das ist auch alles nicht mehr so spannend. Ihr holt euch noch eben eure Erfahrung ab. Erhöht ihr auch vom Hauptquartier noch ein bisschen die Erfahrung in Richtung nächste Stufe. Alles soweit so gut, aber das Wichtige ist jetzt, dass sie da nächstes Mal reinkommen. Wir sind gedeckt, das wird schon passen. Nachzügler aus der Stadt verschwinden, danke. Bin ich mit der Einheit? Egal, wir haben da um die Bahn. Also, du musst wohl den versorgen, damit er angreifen kann. Und die Stadt ist eh zerlegt, das heißt, wir bomben da alles drauf, was wir haben. Okay, es ist doch entspannt. Ist doch entspannt. Ja, Moment, richtig. Befürchtung, dass die Mission jetzt doch noch schief geht. Seid ihr alle schon Elite? Wir haben euch alle länger. Also ist eigentlich nur die Frage, wer keinen Spezialisten riskiert beim Angriff. Ihr habt alle Spezialisten relativ weit vorne. Oh, dann macht ihr aber auch alle platt dafür, dass die es nochmal spannend machen mussten. Okay, jetzt können wir noch ein bisschen gucken. Also, der Kollege, ich hatte ja echt schon überproportional viel Schaden in zu null Angriffen erhalten. Kann man schon glücklich sein, dass er nicht ganz vernichtet wurde. Oder wenn, beziehungsweise wenn man das laut sagt, passiert es bestimmt noch. Ja, deckt einfach die Gegend, der dürfte da ja schon halten. Ihr könnt jetzt sogar ein bisschen angreifen. Nein, die eine hat hier noch auf Veteranen gekriegt. Wird bei dem leider nicht möglich sein, aber zumindest ein Stück weit in die Richtung. So, wenigstens auch noch etwas mehr. Oh, die ganzen 1-1 muss man nicht machen. Ihr habt ja auch längst keinen Gegner. Okay. Nicht sein, dass der am Ende noch aufgelöst wird. Auch noch irgendwie versorgen. Und weiter Brücken bauen ist aber auch nicht so das Thema. Ich haben wir noch, aber du kannst hier dann auch Spaß noch ein bisschen Gegend besetzen. Haben wir auch Versorgung. Es sollte nicht mehr zu viel schief gehen. Ich glaube, wir können die Mission beenden. Wir haben das Szenario abgeschlossen. Sehr schön. Ich hatte echt Bedenken, dass das am Ende noch schief geht bei Troy, aber es hat geklappt. Ein gut abgesehen. Und den hätte man ja fast einen Zug früher. Also Hauptziele waren in Ordnung. Ja, die Nebenziele haben nicht geklappt. Dazu waren die Gebirgspässe im Süden zu fest. Und gut, die hätte man jetzt noch abräumen können. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir wieder viel, viel Erfahrung für unsere Leute haben kriegen können. Mal abgesehen, dass eine Einheit ziemlich kaputt ist. Und für die Länge und Größe der Mission, denke ich, sind die Verluste auch durchaus akzeptabel. Und ich bin auch erstmal ein bisschen fertig. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber das Szenario dürfte ein Weilchen gedauert haben und besteht sicherlich aus mehreren
teilen. Ja, und nach einer gewissen Pause geht's dann also weiter. Also natürlich, der Veröffentlichungstag bleibt gleich. Ich mache nur mal eine kurze Pause. Und dann geht's demnächst weiter mit der Panzerschlacht von Paris. Aber an dieser Stelle dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.